So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und es ist ja noch gar nicht so lang her. Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon 10 Jahre her. Da waren wir in Erfurt und in Erfurt habe ich was entdeckt im Kaufland, im Rewe. Ich weiß es nicht mehr. Da gab es auf jeden Fall gutes Erfurter Bier oder beziehungsweise ob das wirklich gut ist, müssen wir uns jetzt angucken. Das ist nämlich alles von derselben Marke, von der Erfurter Braumanufaktur, nennt sich Heimathafen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es verschiedene Sorten. Ihr habt einmal hier Heimathafen. Egon, das ist ein Pilz, ne? Der feine Herr Egon als Pilz. Dann habt ihr nochmal eine Gabi. Das ist ein helles, wie es hier drauf steht. Dann habt ihr den Jack. Und der Jack ist ein Pale Ale. Pale Ale, Bruder, wie auch immer. Und dann habt ihr ohne Namen einfach nochmal Heimathafen Erfurter Urbier. Nicht Urtyp, Urbier. Richtig genial. Das erinnert mich an das Handwerkerbier, was wir in Karlsruhe probiert haben. Hat gewisse Ähnlichkeiten vom Etikettaufbau. Wir gucken uns das aber nochmal an. Hier, das hat nämlich einen grünen Deckel. Ihr seht immer hier Heimathafen. Das ist vielleicht auch zum Testen so eingeführt. Erfurter Braumanufaktur Egon Pils. Es steht auch immer dabei. Gebraut in Erfurt. Dann seht ihr hinten Level 3 von 5. Das ist der Hopfenlevel, denke ich mal. Egon 3 von 5. Wir gucken mal kurz bei der Gabi. Die Gabi hat 2 von 5, okay. Wir sortieren das mal nach dem Hopfenlevel. Dann haben wir hier das Pale Ale, das hat 4 von 5. Das bleibt also hier stehen. Jetzt haben wir 2, 3, 4. Und, doch, jetzt dachte ich, jetzt reißt es die Hütte ab mit 5 von 5, hat aber auch nur 2. Hier 330 Milliliter sind das immer. Deutsche Kreativbrauer, natürlich. Geht mehr. Raff ich nicht. Würde der Ispo sagen. Gebraut in Erfurt. Obergärig, dunkel, malzig. Gebraut nach einem originalen Erfurter Schlunzrezept von 1824. Wir ziehen die uns jetzt alle mal rein. Ich glaube, dann würde ich trotzdem mit dem normalen Erfurter hier anfangen. Dann der Jack kommt als letztes. Davor der Egon. Also, die haben beide 2, 3, 4. In der Reihenfolge machen wir das jetzt mal. Wir probieren jedes Mal, und ihr wisst, weil das ja eine Trinkepisode ist, wartet am Ende natürlich auch wieder das gute 5-0er Dosenbier. Angefangen also mit dem Erfurter Urbier. 2 von 5 bei Level, also 2 von 5 Hopfen. Hopfensymbolen, wie auch immer. Oida! Da knallt's aber ordentlich, du. Das hat mir jetzt das halbe Feuerzeug zerlegt. Der Adi freut sich auch. Der war ganz erschrocken, sucht jetzt den Stöpfel. Hier kommt der Undertaker aus der Flasche. Eigentlich habe ich nur den Rauch gemeint, aber im Endeffekt ist wieder was vom Feuerzeug jetzt reingeflogen. Wir probieren es einfach mal, wie das schmeckt, ne? Sag mal, hat das auch ein Datum oder was? 5,5% hat das auf jeden Fall. Vollbier mit 5,5%, 13,4% Stammwürze, mindestens haltbar bis 12.07.2020. Na, das geht ja noch, haben wir noch mal Glück gehabt. Schmeckt aber irgendwie ein bisschen säuerlich im Nachhinein. Das erinnert mich schon wieder an den Bierkalender. Auf jeden Fall Heidenkohlensäure bei und irgendwo diese säuerliche Note im Nachhinein finde ich jetzt nicht so toll, gefällt mir jetzt nicht so gut. Jetzt schäumt das die ganze Zeit, dieser blöde Dreckmist. Guckt euch das an. Ich hoffe, bei der Gabi ist das nicht so. Die Gabi ist da besser drauf. Die hat, wieso steht da denn nichts? Das steht wieder hier oben. 4,9% Alkohol bei der Gabi. Also, wir haben hier 5,5. Guckt euch den Mist an. Und jetzt bei der Gabi
4,9. Beide haben aber 2 beim Hopfenlevel. Wir schauen mal, was die Gabi kann. Hossa! Da steigt es auch wieder auf. Wir wollen nicht lang. Guck, da der Undertaker. Ah, den sieht man wieder nicht. Wir probieren mal die Gabi, was da los ist. Schmeckt ja genauso merkwürdig. Aber ich würde sogar sagen, die Gabi ist nicht ganz so schlimm wie das andere. Gute Erfurter Bier. Auf jeden Fall. Guck doch mal da hin. Muss das denn sein? Der ganze Tisch ist voll. Hat aber auch so eine richtig säuerliche Note im Abgang. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, das ist schlecht, aber das muss wohl so sein. Jetzt kommt der Egon. Der Egon trumpft mit 3 Hopfen-Leveln auf, hat aber nur 4,7. Sprich, der hat bis jetzt das wenigste. 5,5, 4,9, 4,7, aber mehr Hopfen. Ich hoffe, endlich ist diese Note weg im Nachhinein und das schmeckt einfach mal wie ein richtiges Bier. Kandig, goldgelb, hopfig, herb. Nach Pilsener Brauart, natürlich unfiltriert, gebraut von Hand im Erfurter Zughafen. Nicht Flughafen, Zughafen. Wir gucken mal, was der Egon kann, ne? Alter Schweizer. Da steigt gar nichts auf, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, ich brauche eine neue Heizung. Okay, der Egon auf jeden Fall, durch den höheren Hopfenanteil, denke ich mal, ist dieses bittere, säuerliche am Ende nicht mehr so stark vertreten. Mundet mir auf jeden Fall jetzt mehr als die Gabi und als das andere, das immer noch am Schäumen ist. Richtig abartig auf jeden Fall. Den Egon, den kann man sich schon gönnen. Der Egon hat auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt verdient. Aber wir haben ja immer noch den Jack. Und der Jack ist ein Pale Ale mit 5,1. Jetzt nimmt es also wieder Fahrt auf. Hat 4 von 5 Hopfen. Und die zweithöchste Promillezahl, also Prozentzahl mit 5,1 ist das Platz 2. Vom Hopfen Platz 1. Die Erfurter Braumanufaktur Heimathafen steht für handwerklich gebrautes Bier, regionale und ausgesuchte Rohstoffe, Leidenschaft, Herzblut und einen Brauer, der sein Handwerk versteht. Kennzeichnen die Brauspezialitäten aus dem Erfurter Zughafen. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich hoffe, das ist jetzt das Beste. Der kleine Jack. Oh, gut, aber nicht so viel Druck dahinter, dafür ging es voll in die Schnauze. Ja, so muss auch ein Bier sein. Ohne Druck, ohne irgendwas, da schäumt auch nichts. Wunderbar, das bleibt so, wie es ist. Psycho Andreas, Bruder, das bleibt so, wie es ist. Riecht auf jeden Fall irgendwie fruchtig wie Mango. Kann aber täuschen. Wir nehmen einen Hieb vom Jack. Oha, Mann, ist der bitter, als hättet ihr eine Flasche Jack getrunken. Nein, aber das ist auf jeden Fall auch ein Geschmack, den kann ich mir nicht komplett geben, sage ich mal. Also muss ich ja, wenn die Kamera aus ist, wird das alles weggesoffen. Aber, weiß ich nicht, der hat irgendwie süßlich gerochen. Jetzt enttäuscht er mich, weil der irgendwie so eine extrem bittere Note hat. Das Säuerliche, was im Prinzip hier immer noch rumschäumt, ne? Das ist ja schon ziemlich grenzwertig, aber jetzt kommt der Jack und macht auch noch alles bitter. Oh, als hättet ihr eine Flasche Spülmittel getrunken. Da zieht sich alles zusammen. Also ich glaube, vom Heimathafen, der Egon hat das Rennen gemacht, ne? Mit seinen 4,7%, mit seinen 3 von 5 Level. Der kann dich goldgelbe, hopfig herbe. Was stand eigentlich bei der Gabi?
süffiges, helles, nach bayerischem Braustil mit feiner Hopfennote, mit Gabi fing alles an. Gabi steht aber nicht für die Ehefrau des Brauers, sondern für Garagenbier. Denn in der Garage wurde es in einem 20 Liter Brautopf zum ersten Mal gebraut. Natürlich unfiltriert. Gebraut von Hand im Erfurter Zughafen. Das gute Garagenbier. Das ist nicht die Frau, das ist einfach nur, ne? Und hier steht Schlunz, genau das haben wir am Anfang vorgelesen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem von allen vier nicht so begeistert. Was mich begeistert, ist immer das gute 500er Dosenbier, von dem ich übrigens nicht gesponsert werde. Ich das aber immer trinken muss, weil immer noch so viel vom Videodreh mit dem ISPO übrig sind. Darauf gönne ich mir jetzt ein Döschen, Stößchen, Apropöschen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr das Erfurter Bier auch schon mal probiert? Kennt ihr die Sorten? Gibt's vielleicht noch andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe vom Heimathafen? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Mann, ist das gut. Besser als Erfurt. Wo kommt das eigentlich her? Braunschweig, merkt euch das. Peace.